Moin moin, hier ist Marco von Curved und ich habe die gute Nachricht für euch. Die X-Games gehen nämlich auf Curved weiter. Nach dem Xperia X und dem Sony Xperia XA haben wir jetzt hier auch noch das Sony Xperia X Performance. Und ich muss mich da, glaube ich, kurz mal bei euch entschuldigen, denn als ich das Sony Xperia X getestet habe, habe ich gesagt, das ist das Flaggschiff. Da wusste ich aber noch nicht, dass das Sony Xperia X Performance jetzt auch nach Deutschland kommt. Und wo sich diese beiden Smartphones unterscheiden, das will ich euch jetzt zeigen. Also kommt mal rum hier. Hier haben wir jetzt also die beiden Xperia X Geräte im Vergleich. Rechts das Sony Xperia X Performance, links das Sony Xperia X. Wenn wir uns die mal jetzt so nebeneinander ansehen, dann fällt uns auf, dass uns fast nichts auffällt. Die unterscheiden sich nämlich kaum. Das Sony Xperia X Performance ist ein bisschen dicker und ein ganz kleines bisschen größer. Ich weiß gar nicht, ob man das hier sehen kann. Die Unterschiede sind da wirklich marginal. Beide haben ein Alu-Gehäuse. Was hier noch der vielleicht größte Designunterschied ist, ist bei den Kameras. Die vom Sony Xperia X Performance ist nämlich ein bisschen mehr im Gehäuse drin als die vom Sony Xperia X. Die hat hier so außen einen kleinen Kreis und diese hier hat zwar auch einen Kreis um die Kamera, der liegt aber im Gehäuse. Das fällt aber auch kaum auf. Insgesamt ist das X Performance ein bisschen schwerer als das normale X. Da handelt es sich aber nur um ein paar Gramm. Die Zahlen habe ich jetzt gar nicht so im Kopf. Die lest ihr dann im Text. Ansonsten sind beide Geräte solide verarbeitet, haben dieselben Anschlüsse, also unten den Micro-USB-Anschluss, oben den Kopfhöreranschluss und an den Seiten hier jeweils den Fingerabdrucksensor, die Lautstärkewippe und jeweils den Kamerabutton. Ja, wenn ich das Ganze nach vorne drehe, haben sie auch noch identisch große Displays. Die sind nämlich beide 5 Zoll groß und lösen mit Full HD auf. Also Pixel werdet ihr bei der Größe hier nicht sehen. Macht einen guten Eindruck, liefert schöne Farben, ist aber natürlich von der Auflösung her viel zu gering, um das jetzt mit einer Virtual Reality Brille benutzen zu können. Da werdet ihr dann in der Brille spätestens deutlich Pixel erkennen. Dafür eignen sich beide Geräte also nicht. Reden wir kurz über die inneren Werte. Dazu öffne ich mal wieder den AnTuTu Benchmark auf beiden Geräten. Dann werdet ihr schon sehen, dass die Unterschiede hier doch ziemlich groß sind, denn das Sony Xperia X kommt auf 52.000 Punkte und das Sony Xperia X Performance macht seinem Namen aller Ehre und kommt auf eine Punktzahl, die mehr als doppelt so hoch ist, nämlich auf 121.000 Punkte. Das liegt einfach daran, dass hier der Snapdragon 650 Prozessor verbaut ist, ein Hexacore Prozessor und hier der aktuelle Snapdragon 820 Prozessor, der auch in allen anderen Flaggschiffen zum Einsatz kommt. Ansonsten unterscheiden sich auch hier beide Geräte nicht voneinander. Beide haben 3 GB Arbeitsspeicher und 32 GB Festspeicher. Den könnt ihr jeweils per MicroSD-Karte um 200 GB erweitern. Dann unterscheiden sich die Geräte noch ein bisschen beim Akku. Das Sony Xperia X Performance hat nämlich einen 2700 mAh Akku. Das Sony Xperia X ist ein bisschen schwächer ausgestattet. Ein 2620 mAh Akku steckt da drin. Ich erwarte jetzt nicht, dass sich hier die Laufzeiten groß verändern. Bei beiden gibt Sony halt auch an, dass die 2 Tage durchhalten. Dazu könnte ich jetzt hier jeweils wieder das Akkumenü aufrufen und den Stamina-Modus zeigen. Das habe ich jetzt in den letzten Videos immer wieder gemacht. Das ist halt ein Modus, der bestimmte Sachen kappt, wie zum Beispiel Push-Nachrichten und GPS-Verbindung. Dadurch erreicht ihr dann eine höhere Laufzeit, könnt das Smartphone aber nicht so gut benutzen. Worüber wir noch reden können, das sind die Kameras. Die habe ich ja eben auf der Rückseite schon gezeigt. Die lösen beide mit 23 Megapixeln auf. Lass uns da gar nicht groß drüber reden. Das sind beides die gleiche Kamera. Die haben beide die gleiche Kamera-Software. Das heißt, es gibt hier auch diesen prädiktiven Autofokus, den Sony auf dem Mobile World Congress so beworben hat. Der hat im Xperia X-Test einen guten Eindruck gemacht. Und das wird ja wahrscheinlich hier, ich habe jetzt noch keine Testfotos damit geschossen, aber ich erwarte keine Unterschiede. Der wird dann hier auch einen guten Eindruck machen. Beide Geräte können keine Videos in 4K aufnehmen. Das Maximale, was drin ist, ist Full HD mit 60 Bildern pro Sekunde. 4K schafft auch das Xperia X Performance leider nicht. Die Frontkameras lösen beide mit 13 Megapixeln auf. Lasst mich da nicht lügen. Nein, 13 Megapixel waren es und damit könnt ihr auch wirklich sehr schöne Selfies schießen. Das hat der Test vom Xperia X ja schon erwiesen. Ja, bleibt eigentlich nur das Betriebssystem. Auch hier handelt es sich beim Xperia X Performance um ein Android 6.0
Marshmallow, das ein bisschen, aber nicht zu viel angepasst ist, wo dann auch wieder so ein paar Apps wie die PlayStation-App vorinstalliert sind oder SkyGo. Das könnt ihr alles entfernen, wenn euch das nicht gefällt, dann macht ihr noch ein bisschen mehr Speicher frei. Bei diesen Geräten stört es mich jetzt nicht so sehr, die haben ja 32 GB Speicher, beim Sony Xperia XA mit 16 GB Speicher fand ich das schon ein bisschen ärgerlicher. Fassen wir also nochmal zusammen. Für einen Aufpreis von 100 Euro bekommt ihr mit dem Sony Xperia X Performance ein wasserfestes Gehäuse, das habe ich vielleicht vorhin vergessen zu erwähnen, und einen schnelleren Prozessor. Ansonsten entspricht das Smartphone dem ansonsten ganz guten, aber sonst zu teuren Sony Xperia X. Ich persönlich würde die 100 Euro mehr investieren und mir das Sony Xperia X Performance zulegen, wenn ich die Wahl hätte. Denn mit dem schnelleren Chip war ich sicherlich zukunftssicherer. Außerdem bewegt sich das Sony Xperia X Performance eh in den Kreisen der Top-Smartphones, ist da kein preislicher Ausreißer. Anders sieht das beim Sony Xperia X aus mit dem Mittelklasse-Chip. Da bezahlt ihr mit 600 Euro doch ziemlich viel mehr als bei anderen Mittelklasse-Smartphones. Wie seht ihr das? Welches Smartphone ist euer Favorit? Schreibt mir das gerne in die Kommentare und wenn euch dieses Video gefallen hat, liked uns, teilt uns, vor allem abonniert unseren Kanal. Ich bin Marco von Curved, das sind die beiden Sony Xperia X-Geräte.